Es freut mich, dass ihr so zahlreich unserer Einladung zum heutigen Messegespräch gefolgt seid. Darf euch alle recht herzlich begrüßen bei uns in der Lavantal Arena. Besonders begrüßen darf ich unseren neuen Cheftrainer, Manfred Schmidt. Darf ihn bitten, dass er ein paar kurze Grußworte an die versammelte Medienlandschaft richtet und dann gleich die erste Frage an ihn stellen. Wie ist es zu diesem Prozedere jetzt gekommen, dass du hier beim WRC zum Trainer wurdest? Ja, ich möchte auch alle recht herzlich begrüßen. Viele Gesichter kenne ich ja da schon aus den Pressekonferenzen. Es war immer sehr, sehr angenehm für mich. Ja, wie ist es dazu gekommen? Die ersten Gespräche oder das Treffen mit dem Präsidenten Riga waren sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Er hat mir den Verein ans Herz gelegt, seine Ideen präsentiert, was wir verändern wollen, die nächsten Ziele sind, wie wir uns aufstellen wollen. Danach habe ich meine Erkenntnisse mit ihm gesprochen, was ich sehe, was möglich ist und ja, die Entscheidung und das Ergebnis sehen Sie ja, glaube ich, hier, dass ich heute hier sitze. Waren es positive Gespräche und freue mich auf diese Aufgabe und bin auch sehr dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe, hier als Trainer zu arbeiten. Danke für deine erste Schilderung. Ich darf nur um eure Fragen bitten. Für alle Fragen, die Clubseite betreffen, wird dann unser Clubmanager, der Markus Berchtaler, im Anschluss zur Verfügung stehen. Und jetzt darf ich um eure Fragen an unseren Trainer bitten. Claudia, bitte. Hallo Coach, Claudia Trevisan von der Krone. Hallo. Ganz generelle Frage einfach, was hast du vor mit der Mannschaft jetzt? Was sind deine Ziele? Ja, ich bin relativ kurz da, weil es gestern sich eigentlich erst finalisiert hat. Ich bin heute sehr zeitig in der Früh gekommen. Wir haben die ersten Trainingseinheiten gestaltet. Ich habe die Trainer kennengelernt. Der ganze Staff ist ja noch nicht hier. Da sind ein, zwei Entscheidungen ausstehen. Von der Mannschaft her, was habe ich vor? Es wäre jetzt wahrscheinlich Blödsinn von mir, hier zu sitzen und einen schönen Fußball zu versprechen und Zauberfußball oder sonstiges. Ich glaube, in dieser Situation ist es wichtig, dass wir die nächsten zwei anstehenden Spiele gut bestreiten, dass wir Punkte machen, das ist das Einzige, was zählt. Was ich vorhabe, ist ganz klar, die Mannschaft zu stabilisieren, weil ich denke, oder jeder hat gesehen, wo die Probleme liegen, wenn ich an die Heimbilanz denke, wenn ich an die Gegentore denke, da geht es um Kompaktheit, da geht es gemeinsames Arbeiten von der Mannschaft, da geht es darum, nicht der Abwehr alleine den schwarzen Peter zuzuschieben, sondern dass man da einfach wieder mehr Selbstvertrauen, mehr Sicherheit bekommt und das sind so meine ersten Schritte mit der Mannschaft. Du hast schon angekündigt, dein Staff, wie wird der jetzt ausschauen? Wer kommt noch von deiner Seite her, wer bleibt von den Trainern? Also im Moment ist es so, dass ich da noch nicht so viel dazu sagen kann. Ich bin heute die ersten Stunden hier, es sind noch Vertragsdetails offen, deswegen würde ich bitten, euch da noch ein bisschen zu gedulden, aber eins kann ich schon vorausschicken, ich bin niemand, der daherkommt und alle wegschickt, sondern möchte schon mit einem Großteil der vorhandenen Leute hier arbeiten, möchte gemeinsam meine Idee umsetzen und die ersten Gespräche waren sehr, sehr positiv und ja, sobald es da was zum Vermelden gibt, werden wir das auch tun. Zeitraum in etwa? Die Woche noch oder nächste oder was? Auf jeden Fall. Also diese Woche noch? Anstehen. Es wird in den nächsten Tagen passieren. Vielleicht sogar schon heute oder morgen. Deswegen denke ich, dass das diese Woche alles stehen wird. Jetzt ist die Vertragsauflösung bei Austria-Wien ja dann auch relativ schnell letzte Woche vollzogen worden. Man hat auch von der Austria jetzt gehört, dass die eigentlich damit rechnen, dass es vielleicht sogar noch die eine oder andere Woche länger dauert. Hat das direkt mitgespielt? Hat man da schon gewusst, es geht wahrscheinlich nach Wolfsberg und ist dann natürlich möglichst schneller die Einigung zu erzielen? Nein, also der Plan war der, dass wir gesagt haben, wir wollen den Vertrag nicht sofort auflösen. Dann, wie es halt immer passiert in solchen Geschichten, gibt es dann verschiedene Ansichten, aber wir haben sich sehr fair geeinigt, glaube ich. Ich habe natürlich auf gewisse Dinge verzichtet, aber auch die Austria hat sich mir gegenüber fair verhalten, was ich sehr, sehr gut finde. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass ich finde, dass das heute nicht der richtige Zeitpunkt ist, über Austria-Wien zu reden oder das, was in der Vergangenheit war. Ich habe dort eineinhalb sehr, sehr schöne Jahre erlebt. Ich habe
das nehme ich mit, sehr, sehr positive Dinge erlebt und jetzt habe ich den Kopf voll mit dem WRC. Mein Fokus liegt auf dem WRC und ich denke, dass einiges zu tun ist. Ich habe Sie in Wien bei einer Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den WRC einmal gefragt, was die Stärken sind und Sie haben damals gesagt, der Robin Hood ist ein Trainer, der sehr geordnet seine Mannschaft auflaufen lässt. Ich habe sehr viele positive Worte über ihn gefunden. Jetzt sind Sie quasi sein Nachfolger, das sind auch Sachen, die schreibt der Fußball, oder? Ja, leider ist es so. Also ich muss vorausschicken, dass ich den Robin sehr, sehr schätze. Er ist ein respektvoller Mensch. Schade, wie das für ihn gekommen ist. Ich wünsche ihm alles Gute. Und in der kurzen Zeit, wo ich hier angekommen bin, gemerkt, dass er sehr beliebt auch hier ist. Also von der Menschenführung alles. Und deswegen kann ich nur sagen, ich wünsche ihm wirklich alles, alles Gute. Jetzt haben Sie sich eben natürlich mit Robin Hood und als Austria-Trainer natürlich auch mit dem WRC schon genauer beschäftigt. Der Kader, den Sie hier vorfinden, auch dieser Mix aus Jugend und Erfahrung, jetzt haben einige erfahrene Spieler zuletzt weniger gespielt. Wie beurteilen Sie die Struktur in diesem Kader und was ist mit diesem Kader, wenn man über die Phase der jetzt einmal Stabilität hinausgeht, möglich auch fußballerisch? Ich glaube, für uns ist es jetzt ganz entscheidend die nächste Zeit. Das jetzt schon zu beurteilen ist schwierig. Ich habe immer gesagt, dass der WRC eine gute Mannschaft hat, gute Spieler hat. Natürlich kann man auf der einen oder anderen Seite wahrscheinlich was nachbessern. Das ist immer die Möglichkeit, aber wir haben jetzt zwei Spiele, wo wir uns eine richtig gute Ausgangsposition schaffen können für das Playoff. Und dann kommen 10 Spiele, wo ich glaube, da kommen Mannschaften, die sehr unangenehm sind. Die kämpfen um jeden Zentimeter, die kratzen, die beißen. Und da gilt es für uns, dagegen zu halten und da ein bisschen eine Kombination zu finden mit der spielerischen Qualität, die absolut vorhanden ist in diesem Kader. Und das möchte ich herauskitzeln. Wie wird denn der WRC unter Manfred Schmidt Fußball spielen? Wofür steht der Trainer Manfred Schmidt? Auch da muss ich sagen, dass das jetzt Blödsinn wäre, da irgendwas bekannt zu geben, in welche Richtung es jetzt gehen wird. Meinen Spielstil kennt man, glaube ich, von der Wiener Austria, wie ich auftreten will. Ich möchte Ballbesitzfußball spielen, ich möchte technisch guten Fußball spielen, aber ob das jetzt möglich ist in dieser Situation, ist schwer zu sagen. Ich werde jetzt meine Eindrücke abgleichen, mit den Trainern, mit vielen Spielern sprechen, alles rundherum organisieren und dann werden wir aus diesen Gesprächen hoffentlich die richtigen Entscheidungen treffen und erfolgreich Fußball spielen. Jetzt gibt es bei beiden Kärntner Clubs jeweils einen Wiener Trainer, den Peter Backhoff kennen Sie auch sehr gut. Ich kann mich auch an der Pressekonferenz in Wien erinnern, die sehr lustig abgelaufen ist, wo er gerade mal gehen wollte. Gibt es da vielleicht jetzt auch die Möglichkeit, das ein oder andere Mal sich mal privat zu treffen, weil die Distanz jetzt ja häufig viel gelegener kommt? Ja, auf jeden Fall. Also mit Peter Backel zusammengespielt. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, haben uns immer ausgetauscht, auch in der Zeit jetzt als Trainer bei Austria Wien. Und natürlich hat er mir schon geschrieben und hat gesagt, ich kann bei ihm einziehen und er kocht für mich. Das habe ich auch dankend abgelehnt. Und, ja, wir werden die Chance sicher nutzen, dass wir uns irgendwann einmal treffen. Gibt es noch weitere Fragen? Was ist deiner Meinung nach der Unterschied jetzt zwischen Quali und Meisterbunde oder Gruppe? Ja gut, der größte Unterschied ist ganz klar, dass du oben weniger Druck hast, dass irgendwas passieren kann nach unten. Du kannst frei drauf losspielen. Das ist nicht für alle Mannschaften so, die natürlich gewisse Ziele haben, die sie erreichen wollen, aber ich glaube, dass unten natürlich eine Geschichte wird, wo es sehr, sehr viel darum geht, Einstellung, wie bin ich bereit, diese Spiele zu bestreiten, wie gehe ich in diese Spiele rein und wer kann das seiner Mannschaft am besten vermitteln und ich hoffe, dass mir das gut gelingt und dass die Mannschaft dann so auftreten wird. Gibt es noch abschließend eine Frage oder ist alles soweit beantwortet? Bist du jetzt da in ein Hotel untergebracht oder wie schaut es aus, Wohnungssuche oder alles im Laufen wahrscheinlich jetzt? Also beides. Ich bin heute da angekommen, mittags, habe jetzt einmal mein Auto übernommen, da sind die ganzen Sachen drin und jetzt geht es dann zum Training. Nach dem Training wird man wahrscheinlich die ersten Kontakte knüpfen, vielleicht sogar schon in die Wohnung schauen, aber ich gehe davon aus, dass ich die erste Woche mal im Hotel bleiben werde. Grundsätzlich Ihr Verhältnis zu Kärnten, was haben Sie schon für Erfahrungen, vielleicht auch einmal im Urlaub da gewesen oder ähnliches, wie gut kennen Sie ja ein bisschen die Region? Ja,
Also ich war schon des Öfteren hier, Trainingslager mit Austria Wien auch wieder zweimal. Am Wörthersee, den kennt glaube ich auch jeder, Gebiet-Treffen war also dann mal zufällig. Fühle mich sehr wohl hier, es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Es ist ein sehr schönes Bundesland und Lebensqualität ist sehr, sehr hoch. Danke. Gibt es noch eine Abschlussfrage? Nur eine kurze Ergänzung. Trainingslager war es immer in Völden, oder? Oder war es in Sie? Völden, ja. Dann sage ich eins, drei, danke fürs Kommen. Danke für die Fragen und wünsche unserem Trainer eine schöne erste Teilnahme.